Hallo, ich bin Becky. Ich bin gerade unterwegs zu Anime Illusion. Und zwar auf der Hamburger Kartbahn findet heute das Nintendo Event statt. Und wir testen heute Mario Kart 8 und ich nehme euch einfach mal mit. Nintendo hat uns eingeladen, das neue Mario Kart 8 auf der Wii U zu testen, das jetzt am 30. Mai erschienen ist. Wir durften 3 Wochen vorher einmal reinspielen und mein Bruder von Brennpunkt Kino und ich von Anime Illusion waren da und noch einige mehr von Media-Zeitschriften, Online-Zeitschriften, Game One war vertreten und noch einige andere, die man so kennt. Dies alles hatten sie hier aufgebaut in diesem kleinen Raum von der Kartbahn und da durften wir uns erstmal warm spielen. Jeder von uns bekam so ein Kärtchen, wo er sich eintragen musste. Ich habe mich für Fortgeschritten entschieden, was eine Fehlentscheidung war. Ich bin nicht gut in Mario Kart. Und dann mussten wir gegeneinander battlen und am Ende gab es dann ein Finale und da konnte jeder so einen Pokal gewinnen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, es war eine tolle Idee und so konnte man auch die anderen ein bisschen kennenlernen und natürlich auch seine Fähigkeiten in Mario Kart testen. Dann gab es ganz viel zu essen. Wir haben wirklich eine sehr gute Verpflegung bekommen dort und da draußen seht ihr schon mal die Kartbahn und das Highlight des Ganzen war, dass wir jeder sogar draußen fahren durften. Nostalgie pur, die hatten dort in der Kartbahn ein Mario Kart 2 stehen. Dann hat das Turnier gestartet und alle, die nicht gebettelt haben, durften raus auf die Kartbahn, wurden aufgerufen. Draußen durften wir uns zur Erinnerung fotografieren lassen auf der Kartbahn und dann hat unser Fotograf reinretuschiert mit Mario zusammen. Das war eine witzige Idee und eine sehr schöne Erinnerung. Hier könnt ihr nochmal sehen, das ist die Kartbahn, da sind einige schon am Fahren und ich bibbere, weil ich bin jetzt gleich dran und ich bin in meinem ganzen Leben noch nie Kart gefahren. Es war zwar echt anstrengend und ich habe auch echt Muskelkater am nächsten Tag gehabt, aber es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich muss es unbedingt auf jeden Fall nochmal probieren. Und selbst wenn ich letzter geworden bin, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das einmal gemacht habe. Ich bin mit Mario Kart aufgewachsen und ich muss sagen, Teil 8 hat mich wirklich begeistert. Es gibt so viele neue Sachen zu entdecken. Die Pisten sind wunderschön aufgebaut. Dann gibt es ganz viele neue Items. Mein Liebling war die Piranha-Pflanze. Unter anderem auch die magische 8. Da habt ihr jedes Teil einmal, was ihr abfeuern könnt. Dann gibt es viele neue Charaktere zu entdecken und ihr könnt am Auto rumbasteln und habt Zusatzteile, die ihr immer dazu bekommt. Das war wirklich cool. Und ich kann sagen, es sind noch so viele schöne Sachen dabei, die richtig, richtig Spaß machen. Ich habe natürlich mich erstmal reinfuchsen müssen, denn ich habe die Wii U das allererste Mal ausprobiert und es war gar nicht so leicht mit dem Pad. Die Motoren heulen, wer schafft den Powerstart? Aber nur Bowser schafft den Powerstart. Platz Nummer 3 geht an Abgehen. Die Gewinner erhielten diese Pokale und wir durften nochmal auf den Gewinner setzen und derjenige, der gezogen wurde, kriegte diesen Luigi mit nach Hause. Ja, der Abend war wirklich toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Und als kleines Goodie erhielten wir noch eine Figur, die wir uns aussuchen durften und ein Lesezeichen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich natürlich für Mario entschieden. Und ich danke Nintendo für diesen tollen Event und ich danke Anime Illusion, dass ich da hingehen durfte. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. Wenn ihr nochmal die volle Review sehen wollt, dann klickt auf der Endcard doch auf dieses Bild. Dann kommt ihr zu dem Kanal von Anime Illusion und die Jungs haben sich so viel Mühe gegeben, ein ganz tolles Special zum Thema Mario Kart zusammenzustellen. Und am Ende, wenn ihr geguckt habt, könnt ihr sogar noch etwas gewinnen. Also dranbleiben, draufklicken, anschauen. Dann lasst den Jungs doch einen Gruß und ein Däumchen und wir sehen uns im nächsten Video.